Die besten Möglichkeiten für dich, kostenlos Hörspiele und Hörbücher zu hören, unterwegs wie auch zu Hause, erfährst du jetzt in diesem Video hier. Und ich würde mal sagen, los geht's! Freunde, ich habe schon vor anderthalb Jahren mal ein Video zu diesem Thema gemacht. Nicht unbedingt das beliebteste Video, also wurde schon viel geklickt, aber die Like- und Dislike-Ratio war doch entsprechend schlecht. Vor allen Dingen, weil ich damals so den Fokus gesetzt habe auf diese Testmonate von Abo-Diensten, die danach halt was kosten. Das heißt quasi auch nur bedingt kostenlos. Diesmal haben wir aber wirklich eine richtig schöne Auswahl an Möglichkeiten, vor allen Dingen auch gute Beispiele rausgesucht zu den einzelnen Möglichkeiten, wo ihr kostenlos Hörspiele hören könnt. Es gibt nämlich da wirklich richtig, richtig geile Geschichten. Und wir starten jetzt erstmal mit einer ziemlich coolen Webseite, die ihr auch von eurem Handy aus einfach im Browser öffnen könnt. Die nennt sich gratishörspiele.de. Eine wunderbare Seite, die quasi sich zur Aufgabe gemacht hat, kostenlose Hörspielangebote zu bündeln. Hier gibt es nicht nur Hörspiele, sondern auch Podcasts zum Beispiel, also auch ganz viele verschiedene Sachen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Das Ganze ist ein schöner Anbieter mit vor allen Dingen zwei Funktionen. Erstens gibt es unter der Rubrik Downloads Hörspiele, die auf dieser Seite angepriesen werden. Die Hörspiele könnt ihr dann auch in so einem Browser Media Player euch anhören. Total cool. Hier gibt es wirklich verschiedenste Angebote. Unter anderem zum Beispiel Babylon Berlin, Der Abgrund, Sherlock und Watson, die Känguru-Chroniken, Madagaskar, Trolls, wirklich mega viel. Unter der Kategorie Streams werdet ihr dann jeweils dann immer weitergeleitet. Hier habt ihr eine Übersicht, einerseits über Hörspiele, die zum Beispiel auf YouTube verfügbar sind, kostenlos, aber auch auf Spotify, Deezer und Soundcloud. Wichtig ist zum Beispiel bei Spotify, dass ihr hier zwar wirklich kostenlos euch die Hörspiele anhören könnt, allerdings nur am Desktop-PC. Wenn ihr die kostenlose Spotify-Version auf dem Handy verwendet, habt ihr halt immer einen automatischen Shuffle drin, was bei einem Hörspiel halt nicht besonders gut funktioniert. Es lohnt sich auf jeden Fall mal rumzustöbern und vielleicht habt ihr ja selber sogar nochmal Spotify oder Deezer oder sowas abonniert und somit habt ihr dann zu eurem Anbieter auch noch mal eine bessere Übersicht. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit und das ist eigentlich meine persönliche Lieblingsmöglichkeit. Das ist nämlich YouTube. YouTube hat wirklich mega gute Hörspiele online. Wie genau das, sagen wir mal, urheberrechtlich irgendwie geregelt ist, keine Ahnung, aber es ist auf YouTube und deswegen für mich finde ich okay, sich das anzuhören. Mit dabei sind zum Beispiel Star Wars Hörspiele, also mega viele Star Wars Hörspiele, zum Beispiel die Thrawn Trilogie für alle Leute, die jetzt irgendwie total auf die neuen Serien, Star Wars Serien abfahren. Hört euch auf jeden Fall mal diese Trilogie an. Dort kommt der Thrawn-Charakter das erste Mal vor und das wird wahrscheinlich jetzt demnächst dann auch so der Hauptbösewicht sein der neuen Star Wars-Serien. Also auf jeden Fall super empfehlenswert und wirklich mega gute Hörspiele. Außerdem Terry Pratchett-Hörspiele, dann gibt es eine Science-Fiction-Playlist zum Beispiel mit Amalthea, auch ein mega gutes Hörbuch. Dann gibt es den Herr der Ringe als Hörspiel, also wirklich die volle Lutsche, mega gute Playlisten, die sind auch alle unten verlinkt, wo ihr einfach draufklicken könnt und loshören könnt und ja, also das ist wirklich das Nonplusultra, da hat man wirklich den geilsten Scheiß, muss man sagen, ohne halt wirklich einen Cent dafür auszugeben, also wirklich, wirklich cool. Eine weitere wirklich sehr schöne App, die ARD Audiothek. Ja, wir bezahlen ja regelmäßig GEZ-Gebühren, die meisten von uns zumindest. Und die fließen ja nicht nur in, weiß ich nicht, das Traumschiff rein, sondern natürlich auch in Audioinhalte. Das heißt, wir bezahlen Audioinhalte mit und die werden alle gebündelt in dieser ARD-Audiothek. Das sind die ganzen öffentlich-rechtlichen Radiosender, die sammeln quasi ihre ganzen Inhalte da. Und da sind auch mega viele Hörspiele und Hörbücher mit dabei. Mit dabei ist zum Beispiel Radio Tatort, Pumuckl, Friesland-Krimis, auch Babylon Berlin oder Kein Mucks, ist ein Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka und natürlich auch verschiedene Reportagen und sowas von zum Beispiel Die Idee, dann Y-Kollektiv, kennt man vielleicht auch von hier aus YouTube, von richtigen Videoreportagen, sowas gibt es halt auch nochmal in Audioform.
es lohnt sich absolut, hier mal reinzugucken, weil wir hier wirklich Premium-Inhalte haben, die kostenlos angeboten werden, wo man normalerweise teure Abo-Gebühren bezahlen würde. Also gebt den ganzen eine Chance, guckt euch das Ganze mal an, auch wenn ARD jetzt nicht unbedingt so super sexy klingt, das Ganze ist schon cool gemacht, mit einer schönen Übersicht, mit den ganzen Genres, wie ihr hier auch sehen könnt. Also ja, auf jeden Fall ein großes Plus von meiner Seite aus. Ein sehr nettes Angebot auf jeden Fall nennt sich hörspielprojekt.de. Das ist quasi so ein Indie-Projekt von Liebhabern. Das bedeutet, da sitzen Hörspiel- und Literaturfans zu Hause, nehmen eigene Hörspiele auf und die stehen euch dann kostenlos zur Verfügung. Wirklich ganz interessant, ist nicht für jeden was, gerade wenn da jetzt nicht unbedingt professionelle Sprecher irgendwie hinter dem Mikrofon sitzen, aber es ist kostenlos und durchaus für vielleicht den einen oder anderen interessant. Als letztes will ich aber auf jeden Fall nochmal auf die Probemonate hinweisen. Es gibt mega, mega viele Anbieter mittlerweile für Hörbücher und Hörspiele. Die wollen euch natürlich catchen mit Probewochen oder Monaten. Und mit dabei ist zum Beispiel Audible, wo ihr 30 Tage kostenlos hören könnt, 60, wenn ihr Prime habt. Dann gibt es außerdem noch BookBeat, wo ihr 4 Wochen kostenlos bekommt. Podimo ist eher so ein Podcast-Anbieter, habe ich selber mal getestet, ist wirklich auch wunderbar. Nextory, da habt ihr auch einen Monat aus dem Thalia, wo ihr nochmal Probewochen kriegt, Blinkist und so weiter und so fort. Also wirklich mega viele Anbieter, wo ihr einfach mal ein bisschen testen könnt, ob das was für euch ist. Bei manchen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Bei Blinkist wird euch nämlich da schnell mal ein ganzes Jahresabo drangehangen an eurem Probemonat. Da müsst ihr also wirklich immer darauf achten, dass ihr auch wirklich rechtzeitig kündigt. Aber durchaus eine schöne Alternative, um einfach wirklich mal so in Premium-Anbieter reinzuhören. Freunde, könnt ihr euch weiterhelfen? Dann hinterlasst gerne einen Daumen. Habt ihr selber nochmal Vorschläge zu coolen Anbietern? Dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann könnt ihr selber euch nochmal ein bisschen austauschen. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwelche Sachen, die ganz unbekannt sind, aber cool sind. Schreibt es gerne unten rein und hinterlasst uns gerne ein Abo, wenn ihr mehr solcher tolle Videos sehen wollt. Hier haben wir eine Playliste mit den besten Videos des Monats. Checkt das gerne mal aus. Wir sehen uns, macht es gut und tschaußen.